Hey Tim, ich habe gehört, du bist am Kids-Club-Spieltag der Stadionsprecher von uns. Ja, ich freue mich schon sehr drauf und so. Also echt, das darf, ist schon sehr cool. Hast du denn Ambitionen selber vielleicht mal Fußball zu spielen irgendwann, professionell? Ja, das ist halt mein größter Traum so. Ja. Aber ob ich das schaffe, ist jetzt die Frage. Ich glaube schon, dass du das schaffen kannst. Wenn du daran glaubst und immer an die arbeitest, dann ist ja nichts unmöglich. Wo spielst du denn aktuell? Bist du im Verein? Ja. Ich spiele im Moment für den SV Heide in Paderborn. Okay. Bei mir war das nämlich auch damals so. Ich habe auch relativ spät erst angefangen, Fußball zu spielen. Ich habe ja erst, glaube ich, mit 7 oder 8 angefangen. Und ich bin auch erst mit 13 zu einem richtigen Nachwuchsleistungszentrum gegangen damals. Damals war ich noch in Hannover. Und das ging dann auch alles relativ schnell. Also ich denke, wenn du immer an dich glaubst und so, dann schaffst du das bestimmt auch. Und guck dir nicht zu viel von mir ab, weil guck lieber bei den Guten zu, bei Bayern oder bei Real Madrid oder so. Du hast jetzt ein paar Fragen an mich gestellt, ich habe halt auch noch welche und meine erste ist, wie gefällt es dir in Paderborn? Mir gefällt es sehr gut in Paderborn, ich fühle mich sehr wohl, ich habe ja auch gerade meinen Vertrag verlängert hier und ich finde die Stadt auch ganz süß, habe so ein paar Orte, wo ich ganz gerne hingehe, nach dem Training vielleicht mal einen Kaffee trinken oder was essen. Und auch privat habe ich mich gut eingelebt, auf jeden Fall. Was isst du nach dem Training, wenn du vom Training kommst? Als erstes trinke ich immer einen Eiweißshake, weil unser Athletiktrainer das gerne möchte. Und ansonsten schaue ich immer, worauf ich Lust habe und auch, was es bei uns gibt. Wir haben einen Koch, der kocht häufiger, aber manchmal gehen wir auch in die Stadt und holen uns da was zu essen. Und wenn du jetzt mal frei hast, so, also wirklich ein bisschen länger, wo fährst du gerne hin zum Urlaub? Ich mag so Strandurlaub lieber als Städtetrips, weil ich laufe relativ viel, wenn wir die Saison haben. Und dann komme ich ganz gern so am Meer runter. Ich mag das Meer sehr gerne. Und wie bist du zum Fußball gekommen? Ich bin zum Fußball gekommen über einen Freund damals. Ich war eigentlich nie so invested in Fußball, also dass ich mich da so drum gekümmert habe. Sondern der hat mich ein bisschen dazu gezwungen, weil ich wollte früher mal mit Dinosauriern spielen. Und der war dann irgendwann mit mir nachmittags verabredet und hat gesagt, ey, komm mal mit zum Training, wir haben später Hallentraining. Und seitdem spiele ich Fußball. Ja, und das waren die Fragen schon. Und dann habe ich mich gefreut, dir ein paar Antworten geben zu können. Tschüss, danke, dass du die Zeit hattest, mit mir das Interview zu führen. Und viel Glück beim Spiel gegen Braunschweig noch. Danke, hat mir sehr viel Spaß gemacht mit dir.